Yo, hallo Leute, heute das Review zum Bellcom Magnum Waves. Ja, erstmals, es kommt hier in dieser Verpackung, beziehungsweise dieser Blechbox. Kleine Lektüre noch. Ja, zum Messer selbst. Es ist 21 cm lang, hat eine effektive Schneide von 9 cm. Ich habe es mittlerweile intensiv getestet und mal sehen, ein Stück Papier bzw. ein Post-it. Ja, ich habe es ein wenig nachgeschärft, muss ich sagen. Aber es wurde sehr schnell stumpf. Und das ist das Problem bei diesem Messer hier. Vor allem wegen dem 440er Stainless Steel. Ist ja nicht gerade der beste Stahl. Aber es war ein sehr tolles Messer eigentlich im Gebrauch. Das Einzige, was mich wirklich sehr gestört hat, war diese Riffelung hier. Die ist ziemlich scharfkantig und nach dem Gebrauch hatte ich wirklich hier die Haut offen beim Daumen. Aber ansonsten kann ich eigentlich nicht klagen, außer dass der Klingenstand nicht mehr schön mittig ist, wie man ja sieht. Ja, flippt aber gut, nachdem ich es geölt habe. Ansonsten, man kann es auch mit dem Daumen aufmachen, alles kein Problem. Ja, Liner Lock funktioniert auch gut. Also ich würde sagen, es ist so ein Taschenmesser für kleinere Dinge. Also wenn man wirklich ein Gebrauchsmesser will, dann sollte man nicht zu diesem hier greifen, sondern doch eher lieber zu einem Victorinox oder schon etwas teurem Messer, zum Beispiel einem Spyderco. Ja. Das war's eigentlich auch mit dem Review. Heute mal ein kürzeres Review. Bis zum nächsten Video, Leute. Wunderschönen Tag noch. Ciao.